Hallo Antje, du bist genau richtig. Willkommen. Setz dich, Stream läuft. Und ich begrüße alle herzlich zu dieser letzten Sitzungswoche im Jahr 2014. Und ab nächsten Monat beginnt dann der Endspurt in der Legislaturperiode. Wir haben heute auf der Tagesordnung verschiedene Dinge. Ist noch etwas hinzuzufügen? Also wir haben die üblichen Dinge. Noch was hinzuzufügen? Ansonsten ist das erste übliche Ding, was wir haben, ist die Rednerliste für das Plenum. Beziehungsweise vorab noch die Frage, genau, erster Punkt ist vorab die Frage, haben wir noch etwas fürs Plenum jetzt, was diesen AK betrifft? Ich weiß gar nicht, ob wir eine aktuelle Stunde haben. Und du bist die aktuelle Stunde. Ah, dann kannst du gleich was dazu sagen. Wir haben eine aktuelle Stunde beantragt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat den weiteren Braunkohleabbau, den Rahmenbetriebsplan 2020 bis 2030 im Hambacher Forst am 12.12., also am Freitag jetzt, genehmigt. Und gleichzeitig ist die Klimakonferenz in Lima ja ohne so wirklich berauschende Ergebnisse zu Ende gegangen. Und in diesem Zusammenhang machen wir da also eine, oder haben wir jetzt eine aktuelle Stunde beantragt. Und ich hoffe, dass die durchgeht in der PGF-Runde nachher. Reden Kai und du? Haben wir noch nicht abgesprochen, aber das kriegen wir auch noch hin. Oder möchtest du? Ich kann auch dazu reden, aber ich glaube, solange ihr beide nicht krank seid, am Donnerstag, glaube ich, die, ne? Kriegt ihr das besser hin. Dietmar kann auch dazu reden. Okay. Ja, wir werden ja morgen die Rednerliste klar machen, insofern sollten wir das vielleicht gleich da reinschreiben. Haben wir sonst noch etwas, was im Plenum an Entschließungsanträgen oder sowas von uns noch kommt? Für Anträge für nächsten Monat frage ich erst gar nicht. Es gibt einen Antrag der CDU-Fraktion mit ihrer Neuerwerbung, Robert Stein, sie so ein Referenzprojekt für LTE-Förderung, dass die Landesregierung sowas auflegen möge. Der Antrag selber ist wieder so aus dem Setzbaukasten von die Regierung ist doof und Wirtschaftswachstum und solche Sachen zusammengebaut, ist also eher nicht so toll. Der Forderungsteil ist im Grunde in Ordnung, wenn auch da es nur darum geht, die Landesregierung soll also jetzt Geld für ein Referenzprojekt ausgeben, ohne dass man sich irgendwelche Gedanken darüber gemacht hat, wer dieses Projekt denn nachher umsetzen soll. Es ist jetzt nicht so, als würde die Landesregierung selber plötzlich irgendwelche LTE-Netze aufbauen oder so. Insofern muss man da schon, wäre schon okay, ne? Aber normal wäre, dass sie sich dafür Partner suchen und denen dann das Geld geben. Und die Idee ist jetzt, die ist quasi heute Morgen entstanden und da sind wir jetzt gerade bei, einen Entschließungsantrag dazu zu schreiben, so nach dem Motto, so könnte man diesen Antrag jetzt richtig machen. Ne, also ich hoffe, ich denke, das wird kein Hexenwerk sein, dass wir den irgendwie heute Nachmittag rumschicken können, dann können wir den gegebenenfalls morgen zur Fraktionssitzung abstimmen. Fragen dazu? Gibt es Fragen dazu? Ansonsten glaube ich, ist das so klar und eindeutig. Carsten, dann mit Nixus. Zu den Kooperationspartnern ist der Antrag nicht so gestellt, dass er so explizit eine Technologie nennt, die dann ohnehin nur auf einen Kooperationspartner hinausläuft. Ich glaube, Philips und Ericsson waren das, nicht? Also, wenn die auf eine Förderung abstellen, dann läuft das auf jeden Fall auf die Förderung dieses Konzerns oder Konsortiums dann hinaus oder nicht? Haben Sie nicht genannt, ne, einzelne Konzerne, sondern Sie nennen explizit eine Technologie, wobei Sie es sozusagen der Landesregierung dann überlassen, das Geld soll halt ausgehändigt werden, aber Sie nennen diesen Konzern halt nicht. Und das macht ja, ich denke, keinen Sinn, sowas, also
anders formuliert, das praktisch direkt mit einem Konzern zu verbinden oder so, wäre Ihnen auf die Füße gefallen, deswegen machen Sie das nicht. Andererseits macht es eben keinen Sinn, sowas völlig losgelöst von irgendwelchen Partnern zu betreiben. Natürlich brauchst du für so ein Projekt, wenn du sagst, das ist eine gute Idee, das sollte man machen, einen Partner, der die Technologie umsetzt. Aber da schon praktisch eine Einschränkung zu machen in einem Antrag, das fände ich auch verkehrt. Möglicherweise gibt es die ja schon, weil nur die besagten Beteiligten ein Patent halten. Das wüsste ich aber jetzt im Moment auch nicht. Aber es wäre eine Frage. Nee, Patente weiß ich auch nichts von. Also das kann ich hier nicht beantworten. Warte noch eine. Nur eine kurze Nachfrage. Ich hatte das irgendwo mitbekommen. Das geht auch um diese Geschichte, wo Beleuchtung, das, also genau. LTE-Sender auf Laternenmasten, die dann umgerüstet werden, aber auch gleichzeitig die Lichttechnik dabei ganz umgerüstet genau. wird auf LED-Technik. Ja, ganz genau. Danke. Das Projekt ist das. Okay. Alles klar. Gibt es ansonsten noch Entschließungs- oder Änderungsanträge? Nur dann gehen wir jetzt einmal kurz durch, was wir im Plenum haben. Flüchtlinge ist nicht unser AK. Rundfunkänderung, Staatsvertrag auch nicht, auch wenn Daniel spricht. Grunderwerbsteuer haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das macht aber in dem Fall Dietmar. Kultur, Sozial, ich gehe gerade durch den Montag, Schulkonsens. Und dann kommen die Einbringungen, da müssen wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Dann kommt die Aktuelle Stunde. Ich trage jetzt mal Danewort und Kai hier mal schon mal ein. Ob das am Mittwoch oder am... Wir wissen ja noch nicht, ob die Aktuelle Stunde überhaupt rankommt und ob sie am Mittwoch oder Donnerstag rankommt, wissen wir auch noch nicht. Aber ne, müssen wir dann sehen. Ja, ich glaube, es gibt nur am Donnerstag einen Slot. Der ist noch nicht mal attraktiv, weil vorher noch die Einbringung G8, G9 ist. Aber ich glaube, am Mittwoch haben wir ja nur die Haushalt. Okay. Sache. Dann kommt LTE direkt nach der Aktuellen Stunde am Donnerstag. Das macht Daniel. Dann haben wir Änderung des Baugesetzbuches. Da geht es um landwirtschaftliche Gebäude und die Nachnutzung. Das mache ich. Dann kommt Werra und Weserversalzung. Das macht Danebot. Danke für die ausführliche Stellungnahme da. Dann kommt zum Abschluss noch was, was nicht mehr in unserem Bereich ist. Das heißt, ja, wir sind alle, unsere Themen sind am Donnerstag dran. Und es könnte sein, Danebot, dass du die Schlussworte hast. Wenn sollte der letzte Punkt wegfallen, bin ich nicht sicher, aber dann Punkt 13. Nummer 6, Top 6 am Donnerstag. Es könnte sein, dass du der letzte Redner, der letzte Abgeordnete bist, der im Jahr redet. Oh ja, dann kann ich das vor der Weihnachtspause. Dann kannst du auch ein Gedicht vorlesen. So. Kick ein, was ist daheben? Kick ein, was ist daheben so rot? Das sind Marx und Engels, der backt das Brot. Der backt den Wiener, als man sind Stuten für all die Lütten, Meckersnuten. Zum Beispiel, mal gucken, ob das, ob der protokollarische Dienst da mitkommt. So, dann können wir im Grunde uns mal die Ausschüsse angucken und mit Wirtschaft beginnen. Oder Wirtschaft und Energie beginnen. Was habt? Also wenn da nichts passiert ist, frage ich noch nach Bergbausicherheit. Okay, wir machen erstmal Bergbausicherheit. Wollt ihr über 18 reden oder 18 reden oder nicht? Also ich habe zu 18 nichts. Also im Ausschuss gibt es auch nichts. Höchstens Themen. Okay, ihr überlegt euch Themen sonst, wir machen erst Bergbausicherheit. Ja, A18.1 nach dem letzten Ausgefallenen war jetzt mal wieder einer. Und da ging es natürlich wieder um die Ölkavernen in Gronau-Epe. Interessant dazu ist jetzt, dass in der Woche davor auf ZDF ein Zoom-Beitrag lief, der sich quasi mit Kavernen beschäftigte.
der von Kavernenunglücken in Amerika und auch Enschede berichtete und der so ein bisschen mal aufgezeigt hat, was ist denn da eigentlich los mit den Kavernen. Also der berichtete auch über Gronau-Epe, das war so der Opener, Gronau-Epe, was ist da los, und dann hat er darüber berichtet, was mit den Kavernen so ist, Öl- oder Gaskavernen und welche Lebenserwartungen die eigentlich haben, was da möglicherweise mit passiert. Und da ging es dann darum, dass, was wir ja auch schon an anderen Stellen haben, die Regierungen laufen los, ich sag mal wie bei der Atompolitik, und wissen eigentlich nicht, wo es am Ende hingeht. Also der Vergleich, kam heute mit dem Redakteur im Gespräch auch wieder, aber der Vergleich lag schon mal in der Luft hier. Ich starte einen Flieger und habe gar keinen Flugplatz. So in etwa betrachten das einige Leute jetzt auch bei den Ölkavernen. Also bei der Atompolitik ist es halt das Endlager, das ja gar nicht da ist und von dem wir auch glauben, dass es das gar nicht geben kann. Also Endlager, Atombrennstäbe, Atommüll würde bedeuten, das muss für eine sechsstellige Zeitsumme da verbleiben. Und es ist einfach arrogant zu glauben, dass wir so ein Lager finden. Und bei den Kavernen verhält es sich ähnlich. Die werden halt mit Gas und Öl gefüllt, da liegen die Reserven drin. Die liegen in 500 bis 1500 Meter Tiefe, diese Dinger. Wir haben Volumen, irgendeine Zeichnung macht das anschaulich und packte den Kölner Dom in so eine Kaverne rein. Die haben halt so ein riesen Volumen, wo halt Gas und Öl lagern. Und bei Gronau-Epe war es jetzt so, dass im Steigrohr, das dann auf 217 Meter Tiefe ein Riss aufgetaucht war und durch diesen Riss raus schoss das Öl dann über Quadratkilometer dann aus dem Boden. Das ist das eine Problem, das halt auch durch leichte Tektonik und so relativ häufig auftreten könnte, gibt es so die Aussage. Und das andere Problem ist halt, du schaffst unter Tage einen riesigen Hohlraum und von den Bergwerken wissen wir ja, da sackt die Erde ab. Das ist ja jetzt kein unbekanntes Phänomen, dass die Erde absackt. Ja, und im Prinzip ist es bei den Kavernen so ähnlich, nur dass sie halt im Salz liegen und dass man beim Salz halt sehr davon ausgeht, dass das eine sehr stabile Konstruktion ist und dass man das da langfristig tun kann. Jetzt stellt sich aber an einigen Stellen raus, der Gedanke ist vielleicht gar nicht so richtig. Da geht es dann darum, also in Amerika gab es eine Kaverne, die ist dann von oben nachgerutscht, von oben eingesackt und hat dann im Prinzip nach und nach das Erdreich nachsacken lassen. Und da gibt es dann jetzt so einen, ja, in dem Beitrag so einen riesigen See mit allem möglichen Scheiß drin, der dann hochgeschwommen ist. Und so muss man sich das für die Kavernen im Prinzip in Zukunft auch vorstellen. Und dann geht es halt darum, wie lange kann man so eine Kaverne tatsächlich sicher betreiben? Um die Frage geht es. Und mir geht es dann primär um die Frage, was passiert eigentlich nach Betrieb dieser Kaverne? Da habe ich diese Aussage bekommen vom Herrn Wagner von der Bezirksregierung Arnsberg. Man würde die halt, wenn die Lebenszeit dieser Kaverne offiziell vorbei ist, mit Sohle füllen, einen Korken drauf machen und Friede. Oh, jetzt sagen aber einige Leute, naja, das mit der Sohle ist ja erstmal eine schöne Idee, aber das wird nicht reichen, um den Druck, der im Prinzip auf diesem Hohlraum lastet, standzuhalten. Und wenn diese Aussage richtig ist, dann bedeutet die momentan vorgesehene Vorgehensweise für den Verschluss von Kavernen, dass die irgendwann doch in sich zusammenfallen und irgendwann halt doch dann größere Sackung geben wird und möglicherweise irgendwas, was noch drin ist, nach oben gespült werden wird. Und dann gab es noch einen Hinweis, dass möglicherweise in Holland, ich weiß jetzt nicht, ob ich das verwechsel, dass das Anliegen da ist, da wirklich Giftmüll rein zu verklappen in die Dinger und die Dinger dicht zu machen, so wie wir es mit den Stollen ja hier teilweise auch gemacht haben. Giftmüll schön malen, ein bisschen Beton dazwischen mischen und runterpumpen und rein. Scheint ja eine gängige Praxis zu sein. Das Zeug, wo wir nicht wissen, wohin damit, in schönen Schlamm zu packen, Beton draus zu machen und irgendwo zu verfüllen.
Ich weiß jetzt aber nicht, ob das in Holland war oder woanders, wo diese Pläne vorliegen. Naja, Ende vom Lied ist auf jeden Fall, dass wir uns in der nächsten Sitzung erneut mit dem Thema beschäftigen werden und dann auch aus meiner Sicht auch mit der Frage beschäftigen werden, ja, sind die Dinge tatsächlich sicher? Und wenn sie sicher sind, für welchen Zeitraum sind sie denn sicher? Und wie ich gerade schon andeutete, ist das ein Thema, das immer wieder aufkommt, weil wir immer wieder, oder der Mensch, der dumme Mensch, immer wieder die Begehrlichkeit hat, Dinge verschwinden zu lassen. Ja, also Giftmüll ist ein so ein Beispiel, Atommüll ist ein anderes Beispiel und immer wieder glaubt, er könne da die Natur überlisten oder er könne in Zeiträumen denken, die seinen Lebenszyklus übersteigen. Und das finde ich gewagt, mutig und im höchsten Maße arrogant. Bei den Giftmülleinlagerungen unter Tage hat man das ja schon, dass da die Aussage war, das ist für 10.000 Jahre sicher. Dass wir dann jetzt 20 Jahre danach auf einmal die Aussage getroffen haben, ja, sind ja 20 Jahre ins Land gegangen, vielleicht gucken wir uns das nochmal an, wie das wirklich aussieht jetzt. Also diese Diskrepanz zwischen, wir glauben, das ist dafür für mehrere Dekaden sicher, und nach 20 Jahren gucken wir aber mal, vielleicht hatten wir doch nicht recht vor 20 Jahren. Das ist ein Problem, das uns immer wieder auf die Füße fällt und wo ich eigentlich ratlos bin, warum der Mensch an sich so dumm ist, immer wieder solche Dummheiten zu veranstalten. Danke, Kai. Ich habe jetzt außer von mir noch keine weitere Wortmeldung gesehen. Ich habe nur eine Anmerkung, die mir tatsächlich dabei einfiel. Wenn ich sage, bei irgendwelchen Dingen, ach komm, ich habe Geologie im Studium gehabt, das ist alles jetzt von geologischen Zeiträumen alles gar nicht so schlimm, oder geologischen Zeiträumen, ist das ein nachwachsender Rohstoff und sowas, dann ist das natürlich immer ein bisschen scherzhaft gemeint, weil Menschen nicht in geologischen Zeiträumen denken. Genau bei sowas, bei Atommüllendlagern natürlich noch viel mehr, denken wir tatsächlich in geologischen Zeiträumen. Und dann macht das tatsächlich Auswirkungen, die langfristiger sind, als wir sonst denken. Wie gesagt, in den meisten anderen Fällen, wenn ich das sage, ist das ein Witz. Also dann sagt man, ja gut, in den geologischen Zeitraum bringt uns das gar nicht. So, jetzt haben wir noch eine Wortmeldung von Christopher. Eine Nachfrage. Man kann ja offensichtlich das Öl da rausholen. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass Ende der Betriebsdauer schon der Plan ist oder vorgesehen ist, indem man das mit Sohle unter Druck setzt, das Öl komplett herausholt, dass dann aber die Gefahr besteht, dass diese Kaverne trotzdem in sich zusammensackt. Aber man kann, oder die Frage ist, ist dann da noch Öl drin oder kann man das nahezu ausschließen? Und ansonsten auf deine Frage sagt der Kölner sowas wie, et hätten noch immer Jod hier, Jange. Ne? Das ist die Einstellung. Naja, das mit der Sohle, also zunächst mal das Funktionsprinzip. Du kannst nicht eine Flüssigkeit ein paar hundert Meter runter oder hochpumpen, runter schon, aber hochpumpen kannst du halt nicht, so eine Pumpe kriegst du halt gar nicht. Deswegen ist das Funktionsprinzip relativ einfach. Es gibt eine Sohle-Lösung und es gibt das Öl oder das Gas. Und jeweils das Öl oder das Gas ist leichter als die Sohle-Lösung, schwimmt also oben auf dem Wasser. Und wenn jetzt mit Sohle-Lösung komplett verfüllt wird, dann wird alles Öl rausgedrückt. Ja, also im Prinzip müsste man nur so weit drücken, bis die Sohle wieder rauskommt, dann hat man das Ding mit Sohle komplett verfüllt. Das ist das Funktionsprinzip und wenn man Öl reinhaben will, dann drückt man im Prinzip auf der anderen Seite die Sohle wieder raus. So funktioniert das System an sich. Okay. Die Frage, was passiert dann danach? Danach ist dann tatsächlich das Öl raus. Inwiefern dann noch Rückstände drin sind? Ja, also das kann ich nicht beurteilen. Der Punkt ist aber, bei der Verfüllung, der Hinweis, der da gekommen ist, diese Sohle, die dann dort und von mir aus auch unter Druck da drin liegt, hält dem Druck von außen angeblich nicht stand. Das war die Aussage. Und zu Gronau-Epe ist es sogar so, als das Leck aufgetreten ist, hat man das Ding drucklos gemacht. Das heißt, jetzt schwimmt da irgendwas drin, ich weiß nicht, ob gerade Sohle oder Öl drin ist, und die Kaverne selber ist drucklos. Das hat man uns in einer Sitzung als Sicherheitsmaßnahme verkauft.
weil unter Druck schoss ja das Öl aus dem Rohr. So, wenn sie jetzt aber drucklos ist, dann heißt das, du hast da die Flüssigkeit reingepumpt, hast die nicht unter Druck gesetzt und das Außengestein, das Außengebirge drückt jetzt drauf. Also der Druck ist größer und im Prinzip ist die Gefahr, dass das einsackt, jetzt größer als vorher. Weil, und das haben wir auch im Ausschuss erfahren, im Winter, wenn wir hohe Austauschzyklen haben, also reinfüllen, rausfüllen, sackt das Deckgebirge halt stärker ab. Das heißt, sobald da irgendwelche Druckunterschiede vorhanden sind, sobald weniger Druck ist auf der Kaverne, passiert es, dass das oben der Deckel absackt. Und das muss man sich jetzt im Prinzip für diese Kaverne im Moment auch so vorstellen. Wenn die drucklos ist, bedeutet das, das kann leichter nachrutschen. Das bedeutet nicht, dass sie jetzt sofort zusammenfällt, aber es bedeutet, dass der Druck in der Kaverne gerade klein ist und die Kaverne quasi schrumpft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage dabei erschlagen habe. So, zu Hohlräumen und Köln sage ich jetzt nichts. Du wolltest keinen Hohlraum in Köln, Entschuldigung, du wolltest einen Damm in Düsseldorf und hast dann eine Zeichnung gemacht, wo nur noch die Kölner Domplatte im Prinzip als See über war. Also nicht als See, sondern als Land. Insel. Ich wollte den Dom nicht überschwemmen. Nein, Christopher sagte gerade, was Kölner tun, wenn sie einen Hohlraum einbrechen, Drohnen Hohlraum haben. Egal. So. Gibt es ansonsten noch etwas zu Hohlräumen zu sagen? Nein, okay. Dankeschön. Haben wir sonst noch was zum A18? Gibt es doch noch was, irgendwas, was euch eingefallen ist zur Wirtschaft? Oder ein Thema, was den Ausschuss berührt, was wichtig ist? Sonst mache ich mit Giftmüll weiter. Man kann ja mal wahllos durch die TO gehen, aber wir haben jetzt keinen Ausschuss mehr und das geht also wieder im Januar los. Deswegen. Alles klar, dann mache ich mit Giftmüll weiter. Wir hatten einen Ausschuss gestern, nicht gestern, Donnerstag. Donnerstag hatten wir einen Ausschuss. Der interessanteste Punkt, denke ich, war die Brücke in Leverkusen, die A1-Brücke, Autobahnbrücke, wo man ja auch mit einem unbestimmt lagernden Giftmüllproblem hat. Auf Leverkusener Seite gibt es eine große Deponie, wo man nicht weiß, was drin ist, außer dass man es nicht gerne wieder an der Oberfläche hätte. Ja, eine Chemiemüllkippe von Bayer, und zwar eine, die irgendwann vor 120 Jahren oder was angefangen wurde zu befüllen. Und dort muss man die Brücke drüber bauen. Das ist ein großes Problem, was man da hat bei der Brücke. Wir haben im Ausschuss wieder einmal sogar zwei PowerPoint-Präsentationen zu dieser Brücke gesehen. Ich habe tatsächlich wieder mal was Neues dazu gelernt, auch was die Konstruktion dieser Brücke betrifft. Und dass die Brücke im Grunde auch deshalb baufällig ist, weil sie einfach von der Konstruktion her so gebaut ist, dass sie baufällig werden muss. Also es hängt nicht nur an der übermäßigen Belastung. Dazu will ich jetzt nicht so breit jetzt in die Tiefe gehen. Wir haben natürlich noch die entscheidenden, ja, breit und Tiefe, natürlich noch die entscheidenden Fragen gestellt zur Bürgerbeteiligung. Minister Groschek möchte ja, was er auch dann an der Stelle nochmal betont hat, gerne ein verkürztes Klageverfahren haben. Und zwar nicht nur bei der Brücke, sondern er möchte am liebsten für alle Ersatzneubauten haben. Ich sage dazu, Politik hat geschlafen. Da hat der Bürger ein verkürztes Klageverfahren. Ich bestehe an der Stelle mal darauf, dass wenn dann insgesamt die Bürgerbeteiligung qualitativ besser sein muss, er mehr Geld in die Hand nehmen muss. Ansonsten haben wir die Situation in Leverkusen angesprochen und gefragt, was hat das für Auswirkungen auf die Stadtentwicklung, wie sieht es mit den Sachen aus, die Leverkusen angemerkt hat, was mit der Leverkusener Idee von einer Tunnellösung etc.
Dabei gab es zumindest eine interessante Sache, nämlich dass die Leverkusener Brücke zwar natürlich, ja, was heißt natürlich, also das, der Plan wird nicht mehr abgeändert, es wird eine Doppelbrücke geben, aber man plant zwar die Stelzenautobahn sozusagen mit, macht aber an der Stelle, wo dann die Autobahnen zusammengeführt sind und wo es ins Leverkusener Stadtgebiet geht, sozusagen ein Cut, und ab da gibt es dann also noch mehrere Szenarien und sind noch mehrere Sachen möglich, auch eine Tunnellösung durch die Stadt Leverkusen. Was machen denn die Deponie jetzt? Die Deponie bleibt, da kann man nichts mit tun, also die bauen da drüber, die machen Probebohrungen, die müssen also gucken, oder haben sie schon längst gemacht, die ersten Probebohrungen, die müssen also gucken, wo sie die Fundamente hinsetzen und so, also man muss sie anpacken, aber man muss sie nicht aufmachen in dem Sinne. Eine Sache, die sie dann sagten bei der Tunnellösung, haben die Leverkusener gesagt, ja, dann kann man einfach unten drunter durch und nichts wird berührt. Aber tragisch ist an der Stelle, müsste man eigentlich die Verbindung zur A57, die von oben kommt, die Autobahn, und dann ja noch kurz vor der Brücke einen Anschluss hat, die müsste ja dann auch quer durch die Deponie. Das ist dann das viel größere Problem noch. Weil der Autobahn an sich, die 1, könnte man ja südlich drunter wegführen, aber das ist dann das große Problem, wenn man dann jetzt einen Tunnel machen würde. Zeitraum ist, wenn ich mich richtig erinnere, 2017 will man anfangen, die erste Brücke zu bauen. 2019 oder 2020 soll die erste fertig sein. Dann reißt man erst die alte Brücke ab und dann wird die zweite Brücke gebaut und die ist 2023 fertig, also von der Doppelbrücke. So, und dann macht man sich an die Stelzenautobahn, die dann auch schon wieder 10 Jahre mehr auf dem Buckel hat. Gut, also insgesamt dauert das über 10 Jahre, das ganze Projekt, selbst wenn es planmäßig und jetzt schnelles Verfahren, alles planmäßig, also es ist ja schneller als sonst, wird das über 10 Jahre dauern, bis die Brücke von der Erkenntnis, oh, die ist kaputt, bis zum Ersatzneubau kommt. Womöglich bleibt sie bis dahin für Lkw gesperrt, ob sie überhaupt so lange hält, ist fraglich. Man hat jetzt... Ein Satz dazu, man hat jetzt also Probleme, ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster auf unsere Schrägseilbrücke hier, die anders konstruiert ist. Man hat Probleme an der Stelle, wo die Brücke an den Seilen aufgehängt ist, weil dort der Fächer ist, der Brücke, und dort die Risse auftreten. Und das ist schon fatal. So, Fragen dazu noch. Nur ein Hinweis oder eine Bitte, ich unterstelle natürlich, dass das sowieso geschieht. Wir hatten ja dieses Vernetzungstreffen am letzten, weiß ich nicht, Mittwoch, glaube ich. Das sind ja alles Themen, die gerade die kommunal tätigen Piraten vor Ort interessieren, angehen. Also ich befürworte, dass da direkt Informationen diesmal auch gepusht werden. Wir haben ja über Push und Pull gesprochen, über Links zu unserer Website und der Möglichkeit, beim Landtag sich alle Informationen selber zu holen. Aber ich glaube, das hat genug Bedeutung, auch aufgrund der Aktualität und der Bürgerbeteiligungsgeschichte, dass man da aktiv auf die Leverkusener und Kölner zugeht, falls das nicht schon geschieht. Ich will davon einfach nur werben, das zu tun. So, das ist alles. Ja, wir sind hier in diesem Agrar vielleicht auch nicht immer vorbildlich in dem Fall, aber ist die Einbindung der Piraten vor Ort im Grunde ja schon seit 2 Jahren der Fall. Sehr gut, wir waren ja sogar mal vor Ort Begehung gemacht, mitten im Winter im Schnee sind wir über die Brücke zu Fuß gegangen. Wir haben uns in Leverkusen angeguckt, ob man eine Stadtbahn über die Brücke führen könnte. Aber wir waren dort also praktisch vor Ort und der Austausch ist da, auch dass wir jetzt das jetzt im Ausschuss wieder hatten, wissen die Leverkusener, das kann man ja mal schön über Twitter mal eben rüberschicken, das Protokoll haben sie natürlich noch nicht, das liegt auch noch nicht vor. Die interessante Sache ist, dass wir zu dem Punkt tatsächlich auch Bürgeranfragen haben. Also wir haben tatsächlich zu dem Punkt auch Leute, die uns anschreiben zu der Brücke, und die haben auch die Vorlage gekriegt, und wenn das Protokoll dann da ist, dann spätestens dann kriegen die
das auch nochmal zurück. Denn es gibt immer noch viele Leverkusener, die sich da große Gedanken drum machen, klar. Und da das ja bis 2023 geht und dann erst noch die Stelze drankommt, ist das sozusagen so ein Jahrhundertthema für Leverkusen, ne, was da passiert. Irgendwann wird man ja womöglich noch die Bayer-Arena abreißen müssen, weil die Autobahn verbreitet werden muss. Ja, das ist ja jetzt schon so, dass wenn man von einer Richtung in den Leverkusen auf Autobahn reinkommt, hat man das Gefühl, man fährt direkt in die Bayer-Arena. gut, noch weitere Fragen dazu? Ja, ansonsten gibt es zu unserem Ausschuss, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Wenn ich schreie, Carsten, ich glaube, wir hatten sonst jetzt nichts Tolles, was irgendwie jetzt besonders interessant gewesen wäre. Die eine Sache kommt jetzt ins Plenum. Dann hatten wir noch die Grunderwerbsteueranhörung am 2.12. Darüber haben wir ja auch schon an anderer Stelle gesprochen. Natürlich waren da die meisten Sachverständigen gegen eine Steuererhöhung, ist klar, ist eine Steuererhöhung. Aber wir haben da auch noch durchaus was Neues dazugelernt. Unter anderem, wie sich das halt doch auf Mieten auswirkt. Gut. Sonst noch was zu A02? A02 ist der Ausschuss für Bau und Wohnen, Stadt und Verkehr. Moin, Stefan, falls du noch was hast. Linus. Wie wirkt es sich denn auf Mieten aus? Ja, das haben mehrere sich auch nach Rückfrage, Sachverständige haben sich damit beschäftigt. Einmal war die Aussage, die hat, glaube ich, auch Dietmar letztens in der Fraktionssitzung zitiert, man kann das nicht rausrechnen, also man kann dann im Endeffekt nicht wissen, wie es damit aussieht, aber andererseits gab es Sachverständige, die haben dann halt vorgerechnet, haben gesagt, ja gut, im Grunde geht man immer davon aus, nach 20 Jahren muss so eine Miete, muss irgendwas mit der Miete abbezahlt sein, irgendeine Renovierung oder sonst was. Und dann, wenn man hier die 20 Jahre anlegt, ja, dann kommt man doch schon auf so 60 Cent pro Quadratmeter, waren das, glaube ich. Ja, Christopher. Ja, auch eine Nachfrage nochmal im Nachgang zu der Expertenanhörung. Ich war ja nicht dabei. Dietmar hat ja die Fraktions- oder die Position recht plausibel und nachvollziehbar formuliert, dass wir also im Prinzip gegen eine solche Steuererhöhung sind, solange nicht die Landesregierung sich für das Schließen jeglicher Steuerschlupflöcher einsetzt. Das ist soweit alles okay und möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich habe aber mal eine grundsätzliche Frage. Das zugrunde liegende Bundesgesetz, da wurde ja im letzten Jahr der Versuch gemacht, das Ganze, also einen Teil der Schlupflöcher, wie man das immer nennen will, zu schließen. Was ist denn eigentlich der Hintergrund, dass dieses Gesetz so einfach grundsätzlich diese Möglichkeit eröffnet, die Befreiung von der Pflicht zur Abführung der Grunderwerbsteuer vorzusehen? Das habe ich nicht verstanden. Also das ist ja in mehreren Paragraphen, also 6a und 2a oder 3a, ich weiß es nicht, geregelt, dass bei bestimmten Konstellationen eben die nicht fällig wird. Und das muss ja irgendeinen Grund haben. Und wäre unser Ansatz zu sagen, komplett streichen, Grunderwerbsteuer für alle, wäre das der Anspruch, den wir an den Minister hätten oder an die Regierung hätten, sich genau dafür einzusetzen? Oder ist ein Teil der Regelungen plausibel und nachvollziehbar und vernünftig und auch vielleicht unvermeidlich in der Wirtschaftswelt, wie sie nun mal ist? Da hätte ich gern eine Antwort auf diese Frage. Die durchaus schwierig ist. Also einmal hat natürlich, nachdem dieses Steuerschlupfloch geschaffen wurde, die Bundesregierung selbst und auch die Landesregierung sehr viele Immobilien verkauft. Hatte also ein Eigeninteresse daran, dass der Verkauf in dem Sinne einfacher ist. Ansonsten hat man das wohl eingerichtet, damit nicht, wenn irgendein Unternehmen verkauft, gekauft wird, also Anteile verkauft werden. Ich bin leider kein Betriebswirtschaftler an der Stelle. Ich habe den Unterschied zwischen dem Sinn, ich kaufe
Anteile an dem Unternehmen und ich kaufe das Unternehmen zwar irgendwie verstanden, ich kann es aber nicht wiedergeben. Wenn man halt das Unternehmen nicht komplett mit allen Rechtspflichten übernimmt, was hin und wieder gerne gemacht wird, also mit allen mit allem, was da noch dranhängt, was man vielleicht irgendwie das Unternehmen noch von aus irgendeiner Zeit mal noch an Verpflichtungen hat und wenn es irgendwelche Rechtsstreitigkeiten sind von vor Jahrzehnten und sowas, dann wird halt anders verkauft und dann gelten halt andere Regeln, als wenn ich das Unternehmen komplett übernehme, inklusive aller Rechtsnachfolgen, inklusive allem, was drum und dran dazugehört. Wenn mir dieser, also das war auch Thema in dieser Anhörung, insofern sollte ich das wiedergeben können, aber wenn es mir erklärt wird, kapiere ich das. Aber ich weiß nicht, ob hier vielleicht jemand ist, der es besser erklären kann. Ja, wir müssen das jetzt nicht bis zum bitteren Ende ausdiskutieren. Trotzdem nochmal, also mein Problem bezieht sich darauf, also was, wenn man so die Position so formuliert, wie sie ja wirklich plausibel ist, ist es in Ordnung, dann muss man ja irgendeinen Anspruch haben, was soll denn die Regierung tun, um dann diese Steuerschlupflöcher zu schließen. Und da eben ist weiterhin meine Frage, aber du wirst es jetzt oder wir werden es hier wahrscheinlich so nicht klären können, so erwarten wir einfach fertig aus, diese ganzen Ausnahmen zu streichen, die da an verschiedenen Stellen stehen, mit der Folge, wenn irgendwie Grundstücke oder also Immobilien, wo die Grundstücke ja immer dazugehören, das ist halt so, verkauft werden oder gekauft werden, werden einfach Grunderwerbsteuern fällig oder akzeptieren wir, dass es in bestimmten Konstellationen sinnvoll ist, dass diese Steuerpflicht nicht eintritt und dann wird es eben kompliziert, weil nun mal die Logik im Steuerrecht immer ist, man lässt bestimmte Ausnahmen zu, wenn es diese gibt und dafür gute Gründe existieren, wird jeder versuchen, eine Situation zu schaffen, dass diese Regel auf ihn, auf den Spezialfall anwendbar ist. Und deshalb tue ich mich, das sage ich dann schon, ein bisschen schwer mit dieser allgemeinen Formulierung. Damit kann man immer eine ablehnende Haltung begründen, indem man sagt, naja, die Regierung muss erstmal das und das machen, wir geben aber dann gar nicht vor, was sie genau tun soll. Und daraus leiten wir dann ab, erst wenn das geschehen ist, aber dieses sehr unspezifische, das würde ich mir halt wünschen, das konkreter zu fassen, dann können wir gegebenenfalls zustimmen oder ablehnen, je nachdem, was gerade die Folgerung ist. Ja, die Forderung war eigentlich relativ klar, keine Ausnahmen für die Grunderwerbsteuer. Also insofern ist es interessant, ist, dass FDP immer sagt, wir wollen nicht so viel Bürokratie und so viele Ausnahmen von der Ausnahme und dies und jenes. Und deshalb waren sie auch irgendwie erstmal da dagegen, da was zu tun. Aber in Wirklichkeit nimmt man ja Ausnahme weg, man vereinfacht es und dann ist es... ist es nicht mehr, ist das Steuerschlupfloch sozusagen nicht mehr da. Meine persönlichen Anmerkungen dazu sind noch, die Grunderwerbsteuer hat auch eine Lenkungswirkung eigentlich, wenn man sie einfach nur anhebt, ohne dass man überhaupt darauf guckt, was macht das denn, was für Auswirkungen hat das, oder ohne dass man wiederum Geld dann in den Bereich Infrastruktur oder Wohnungsbau steckt. Ja, dann erhebt man eine Steuer, aber man achtet gar nicht drauf, ja, was hat denn das jetzt für Auswirkungen, diese Steuer. Und es gab auch Sachverständige, da werde ich jetzt nicht so ganz würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben. Es gab auch Sachverständige, die gesagt haben, sinngemäß, ja, wenn die Steuer erhöht wird, haben wir nachher weniger Einnahmen, weil es mehr Leute gibt, die dann gucken, dass sie nicht zahlen müssen. Solche Dinge sind natürlich zu bedenken. Man hat in diesem Fall, ja, ohne die Fachpolitiker zu konsultieren, ja, ohne vorher auch mit den eigenen Ministern zu sprechen, hat Frau Kraft in kleiner Runde mal eben das beschlossen. Das finde ich, zeigt auch, dass man sich nicht so viele Gedanken darum gemacht hat. Linus. Ich glaube, das Problem besteht ja da drin, wenn wir die Schuldenbremse einhalten wollen, muss man die Steuern erhöhen. Das kann man nicht nur durch Ausgabenkürzung machen, das wäre jedenfalls meine Analyse dazu. Jetzt ist natürlich die Frage,
Oder wie man mehr Geld reinbekommt. Einmal durch mehr Forderungen an den Bund, das versucht man ja gerade durch den Länderfinanzausgleich. Oder man macht das, was man selber machen kann, da muss man Steuern erhöhen, die man selber erhöhen kann als Land. Und ich glaube, da bleibt nicht viel. Deswegen, ich glaube, die Debatte ist darum, ob jetzt die Grunderwerbsteuererhöhung besonders fair oder gut ist, glaube ich, ist, es ist zwar richtig bei jeder Steuerdebatte, aber ich glaube, es bleiben gar nicht so viele andere Instrumente für ein Land. Ja, das ist einfach nur der Pragmatismus dahinter. Natürlich ist das nicht schön, das zu erhöhen, gerade die Grunderwerbsteuer. Ich könnte mir auch andere Steuerformen vorstellen, die schöner wären aus meiner Sicht, aber sind dann meistens Bundessteuern. Also deswegen, glaube ich, muss man jedenfalls in der eigenen Analyse da auch ehrlich sein, dass das Land, wenn es die Schuldenbremse einhalten will zumindest, da irgendwas machen muss und ja, das ist halt dann ein Instrument. Ich meine, Schleswig-Holstein hat, glaube ich, jetzt mit Nordrhein-Westfalen oder wird mit Nordrhein-Westfalen, glaube ich, die höchste Grunderwerbsteuer haben. Das machen wir ja auch nicht, weil alle Fan davon sind, sondern es ist einfach eine bittere Notwendigkeit. Aber ich finde es auch schon, jetzt nach dem, was auch Christopher gesagt hat, also ich finde es prinzipiell auch schön, vielleicht ist das ja auch schon geplant, nicht nur das, weiß nicht, lehnen wir es dann ab, weiß gar nicht, wie das Votum ist, oder enthalten wir uns, im Plenum, aber prinzipiell wäre es natürlich schön, wenn wir dann auch gleich den Antrag dazu machen. Vielleicht hat das HFA-Team das ja auch schon vor, ne? Also, dass man dann direkt die Ausnahmen aus dem Gesetz streicht. Die Landesregierung möge sich dafür einsetzen, bla bla bla. Weil dann würden wir auch konkret benennen, was unsere Alternative ist. Ja, wir können ja mal noch Steuer auf Cannabisanbau machen. Das bringt einiges ein. Christopher. Genau, ja, ich finde das auch einen konstruktiven Vorschlag, denn ich habe dich jetzt so verstanden, dass wir also gegen oder für das Streichen sämtlicher Ausnahmen sind, also für, das sind ja an mehreren Stellen in diesem Gesetz ist das geregelt, finde ich okay, dann sollte man vielleicht auch einen Antrag in diese Richtung formulieren, damit man deutlich sagt, das ist das, was wir erwarten, liebe Regierung, und wenn ihr das umsetzt, also wenigstens das Bemühen zeigt, können wir euch folgen. Das andere ist, heute im Radio war mehrfach zu hören, also heute Morgen, die Landesregierung wirbt jetzt, oder der Finanzminister wirbt jetzt damit, dass die Neuverschuldung doch auf, glaube ich, auf 2 Milliarden gesenkt wird. Und eben vor dem Hintergrund, dass man also mit den höheren Steuereinnahmen aus der Erhöhung der Grunderwerbsteuer jetzt kalkuliert und sagt, liebe Leute, es sind jetzt doch, ich glaube, die Zahl war nicht 2,2, sondern 2 Milliarden. Und das ist also schon eine Realität, die also die Landesregierung betrachtet, um damit auch für sich zu werben, heute so in Nachrichten. Danke. Nachtrag, wir haben in der Sondersitzung des Verkehrsausschusses dagegen gestimmt mit dem Argument, welches ich eben erwähnt habe, dass aus unserem Ressort, also ich sage das mal ganz egoistisch, dass aus unserem Ressort Bauen und Verkehr und Wohnen wird praktisch Geld entnommen durch diese Grunderwerbsteuer. Wir tragen die Lasten und kriegen davon nichts. So, als Fachpolitiker habe ich insofern abgelehnt. Die Begründung war schon so, dass wir nicht gesagt haben, wir sind generell gegen Steuern, sondern wir wollen eigentlich eine Anstrengung sehen, diese Schlupflöcher zu schließen, und das soll ineinander greifen. Also dann, ne, solange wir eben diese Schlupflöcher haben, kann man so einer Steuererhöhung nicht guten Gewissens zustimmen. Das war so unser Tenor. Man muss sagen, die Schlupflöcher schließen ist auch eher eine Bundessache. Trotzdem ist es gut, dass wir an der Stelle das genau so sagen, weil egal, ob das wir jetzt damit jetzt irgendwie in die Presse kommen oder so, aber es schafft eine Aufmerksamkeit auch bei der Landesregierung. Würden wir das nicht tun, würden wir also gar keinen Druck sozusagen da machen oder gar nicht darauf hinweisen, dann könnte die Landesregierung das einfach abhaken, und so muss sie sich, und das tut sie ja auch, und zu diesem Thema Verhalten, Steuerschlupflöcher. Ich finde das insofern wichtig, dass wir das auch genauso tun. Das ist auch eine politische Begründung. Also dadurch, dass wir das vorbringen, werden wir wahrscheinlich ein Quäntchen in diese Richtung gehen, dass das auch tatsächlich nochmal angegangen wird. Gut, gibt es sonst noch Anmerkungen, Fragen dazu? Christopher.
Ja, allerletzte, aber ganz kurz, heute hat Dietmar sie nochmal gepostet, also die Fraktionshaltung, die Position, und da steht also drin, solange Steuerumgehungsmöglichkeiten nach dem Grunderwerbssteuergesetz, das ist das Bundesgesetz, was das regelt, wann zu zahlen ist, insbesondere bla bla bla, nicht eliminiert worden sind, ja, lehnen wir die Erhöhung der Grunderwerbssteuer in NRW ab. Das ist also die Position, die Dietmar hier, und ich hatte das auch so verstanden, dass das im Konsens geschehen ist, so an die AK-WiFi-Mitglieder, also auf die Liste gepostet hat, nur einfach der Korrektheit halber. Okay. Noch eine Wortmeldung dazu. Zwischeninfo, die FDP macht eine Aktuelle Stunde oder hat beantragt zum Thema Rassismus, und eine wird es gewinnen. Und ansonsten übergebe ich jetzt an Heidemarie und Danobot für den A17. Da steht nämlich schon was. Ja, ich hatte da schon was eingetragen. Ausschuss A17, also die letzte Ausschusssitzung ist ja schon ein bisschen her. Das ist wahrscheinlich hier schon auf der letzten AK-Sitzung besprochen worden. Da war ich ja nicht da, da hatte ich noch einen anderen Termin. In der Zwischenzeit gab es im letzten Plenum eine Sondersitzung im A17, da hatten wir von den Grünen beantragt, da ging es um die Terminierung der nächsten Anhörungen, denen ging es besonders um die Terminierung der Anhörung zum Jagdgesetz, zum ökologischen Jagdgesetz, das war dann ein großes Orga-Kino, was da ablief, und nach einem langen Kampf, halbe Stunde hatten wir Zeit, wurde dann diese Anhörung auf den Tag nach der nächsten ordentlichen Ausschusssitzung, die ist am 21. gelegt, also die Ausschusssitzung ist dann am 22. Die beiden anderen geplanten Anhörungen konnten wir noch nicht terminieren, weil die Diskussion so lange dauerte. Es gab wirklich ein Problem, weil die FDP ja einen Antrag gestellt hat, die Landesregierung soll dieses Jagdgesetzentwurf völlig zurückziehen, weil das gar nicht nötig sei. Und im letzten Plenum war das ja überwiesen worden an den Ausschuss, der das behandeln soll. Das Problem ist jetzt, wenn die Anhörung nach dem Ausschuss ist, dann kann dieser Antrag der FDP ja nicht mehr, unter Umständen jedenfalls nicht mehr in der Anhörung eine Rolle spielen, weil der im Ausschuss wohl abgelehnt werden wird. Deshalb musste dieser Antrag dann auch nochmal geschoben werden auf den Februar. Und so haben wir uns da wunderbar unterhalten. Das war ein ganz großes Kino. Und ja, wie gesagt, Ende viel Geschrei und wenig Wolle. Also die Anhörung findet dann im Januar statt, einen Tag nach der ordentlichen Ausschusssitzung, die jedenfalls zum Jagdgesetz und die beiden anderen, zu dem Recyclingquoten-Benchmarking-Antrag der CDU und zu Mehrwertquoten-Antrag von SPD, Grünen und uns, sind noch nicht terminiert. Dann, wenn Heidemarie nichts zu ergänzen hat. Wir haben uns mit den Referenten getroffen letzte Woche und haben die Experten ausgesucht und ein bisschen ausgetauscht. Also wir haben das so, dass jede Fraktion durfte ja 4 Experten. Bei mir haben 2 abgesagt. Wir haben jetzt das so hingekriegt, dass jede Fraktion jetzt 4 hat. Die sind auch rumgemeldet worden. Und dass die Umweltverbände werden gesetzt. Die haben wir als Gesetz angenommen, die kommen zusätzlich. Und irgend so ein Jagdverband eventuell noch. Und das scheint aber zu funktionieren. Mehr haben wir da nicht besprochen. Gut. Danke. Dann gehe ich nahtlos über zum AK-17. Die letzte Sitzung, die jetzt zu Ende November, Anfang Dezember stattfinden sollte, ist ausgefallen, mangels Tagesordnungspunkten. Die letzte Sitzung war also am 8.9.2014, die ist hier ja auch schon besprochen worden. Die nächste Sitzung ist am Montag, dem 26.01.2015 um 10.30 Uhr, wie üblich E1 D05. Da sind aktuell keine Anhörungen geplant. Und das war es soweit von mir. Dankeschön. Gibt es Anmerkungen und Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich habe noch einen Nachtrag zum A02, der jetzt nicht die Ausschusssitzung direkt betrifft, sondern den nächsten Sprecherkreis. Bei uns heißen die Obleuterinnen Sprecherkreis. Die ist nämlich am Mittwoch. Und der einzige Tagesordnungspunkt ist ein gemeinsamer Antrag bzw. die Vorbereitung irgendeiner Initiative zum Thema intermodaler Verkehr oder bzw. kombinierter Verkehr. Darauf wollte ich hinweisen, wenn jemand dazu Eingebungen und
Ideen hat, nehme ich die entgegen. Oder Erleuchtung, wie nennt man das, Visionen. Gut. Dann kommt zu mir, Herr Schemmer hat das auf die Tagesordnung gesetzt und hat ein ganz bestimmtes Modell vor Augen, wie das funktionieren soll. Und ich bin der Meinung, wir müssen da eine sehr, wir müssen uns da breiter aufstellen, wenn wir da, wenn wir sozusagen den kombinierten Verkehr helfen wollen oder Modellversuche oder sonst was machen wollen. Und auf jeden Fall hätte ich dazu natürlich gerne eine Anhörung. Ich denke, das werden wir auch hinkriegen. Okay. Ja, Parlamentariergruppe Bahn, Stefan, gibt es da was zu erzählen? Ja. Also, Parlamentariergruppe Bahn, da gab es auch am Rande des letzten Plenums eine Vorstandssitzung. Da wurde gesprochen über die Aktivitäten des nächsten Jahres. Es wird also einmal hier so ein Werbetruck der Bahn vor dem Landtag stehen, also irgendwann mal ein paar Tage. Das wird im März, April der Fall sein. Dann wird der Vorstand der Parlamentariergruppe Bahn im Juni nach Berlin fahren und dort den Herrn Dr. Grube treffen, den Oberboss der Bahn. Und das wird im Laufe des Frühjahrs inhaltlich vorbereitet werden. Da nehme ich also auch gerne noch Anregungen aus der Fraktion entgegen für Vorschläge, die wir da einbringen können. Ich habe selbst zum Beispiel gedacht, man kann über das leidige Problem WLAN in Zügen reden, denn erste Klasse ICE ist da absolut nicht ausreichend. Da müssten eigentlich alle Züge bis zur S-Bahn versorgt werden. Ist zum Beispiel durchaus einmal so ein Thema. Jetzt haben Sie ja groß verkündet, Sie machen es also erste Klasse ICE. Und die Fernbusse haben schon längst, ist natürlich bei denen technisch viel einfacher. Die bauen einfach so einen Mobilempfänger aufs Dach und der reicht natürlich die 3-4 Leute im Bus, die es tatsächlich dann nutzen. Die Bahn mit ihren 50 Leuten im Zug kann das nicht so ohne weiteres machen. Da wäre ein solcher Empfänger dann überlastet. Wenn man mit dem ICE natürlich auch 250 fährt, hat man natürlich auch das Problem des viel zu schnellen Funkzellenwechsels. Ja, und dann wird der Vorstand der Parlamentariergruppe Bahn nach den Sommerferien irgendwann die Firma Bombardier in Siegen besuchen. So, das sind jetzt die Punkte. Ja. Und es wird irgendwann im Frühjahr auch wieder die Mitgliederversammlung der Parlamentariergruppe geben. Was eigentlich das, was ich da jetzt zu berichten habe. Dankeschön. Gibt es dazu Fragen und Anmerkungen? Heidemarie. Mal eine Anmerkung eigentlich. Gibt es keine größeren Probleme bei der Bahn, als ob man da WLAN im Internet im ICE kriegt? Also das verstehe ich nicht. Bei den Problemen, die man hier in den Zügen immer hat, die nicht fahren, die zu spät sind. Ich wollte letztens nach Norddeutschland fahren, da ist einer ausgefallen, da bin ich nicht nach Dortmund Richtung Norden gekommen. Und wenn man die hat bei Feiertagen, dass man da 5 Stunden stehen muss, also das gibt doch massenweise Probleme, wenn ich da auf WLAN verzichten könnte, dafür aber gut überall hinkommen und zwar pünktlich, fände ich das schon wesentlich, das würde mir schon reichen. Ja, aber diese Alternative besteht nicht wirklich. Aber auch nicht auf WLAN. Ja, aber das ist aber auch ein Problem, dass man hier durchaus auf Landesebene angehen. Die Verkehrsverbünde, die Züge bestellen, müssen eben da auch mehr dahinterher sein, dass zum Beispiel bei Ausfällen auch Ersatz zur Verfügung steht, dass also bestellte Züge praktisch auch geliefert werden, dass also Aufträge erfüllt werden. Da müssen eigentlich auch die Verkehrsverbünde meiner Meinung nach noch bestehen. Dass nicht die Bahn also zum Beispiel,
zu wenig Zuggarnituren bereithält und wenn einer dann ausfällt, hat man eben keinen Ersatz und der Nächste bleibt dann einfach an den Bahnhöfen stehen, weil die Leute versuchen, sich alle reinzuquetschen. Und so. Und dann gibt es natürlich oft die üblichen Wetterprobleme. Also wir hatten ja diesen Sturm Ela im Juni. Da hatte ich aber auch schon so manche Diskussion mit dem Herrn Latsch hier. Das hat ja wirklich ewig gedauert, bis wirklich Hauptstrecken, also ich rede nicht von irgendwelchen Dschungelstrecken im Hochsauerland, sondern wirklich von Hauptstrecken im Ruhrgebiet, bis die wieder frei waren. Ja, Carsten und dann Danebot. Ja, mich würde noch mal interessieren, ob in dem Paket der 28 Milliarden Euro, die bis 2019 ja in die Bahninfrastruktur fließen sollen, ob die Mittel der Dividende, also das, was die Bahn erwirtschaftet und im Bund abgibt, ob das sozusagen wieder zurückfließt und damit schon eingerechnet ist in den 28 Milliarden Euro oder ob die zusätzlich in die Infrastruktur der Bahn fließen können. Und was ist eigentlich aus der Bahncard geworden? Das wären so zwei Themen, die mich noch interessieren. Die Bahncard besteht noch. Aber ich glaube, das waren einfach zwei Themen, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte zu Herrn Grube. Und ich befürchte, dass die 28 Millionen betrifft, die sind schon im Grunde schon irgendwo in den Titelgruppen eingeplant. Das ist nicht zusätzlich. Ich meine natürlich Milliarden. So, und ansonsten. Ja, Moment, mich interessiert vor allem. Hat die Bahn es tatsächlich geschafft, es auszuhandeln, dass die Bahndividende jetzt für alle Zeiten an den Bund fließt und dann hat der Bund im Gegenzug jetzt nur einmal bis 2019 eine Zusage gemacht, dass im Grunde nur 5 Milliarden dann zusätzlich fließen, also 23 Milliarden waren es bisher, die zur Verfügung standen Paket? Zwei, und jetzt geht es um 3 und dann sind es jetzt 28 Milliarden. Jetzt würde mich eben interessieren, ob die einmalige Zusage im Grunde von 5 Milliarden Euro tatsächlich im Gegensatz dazu auf der anderen Seite so teuer erkauft worden ist, dass für alle Zeiten die Bahndividende dann wiederum weg ist im Grunde. Mir bleibt dazu nur zu sagen, so sieht es aus. Und ansonsten werden wir auch glücklich sein, wenn demnächst die Züge noch mehr Verspätung haben und wir 3 Stunden auf offener Strecke stehen, wenn wir wenigstens WLAN haben. Und Steckdosen. Und demnächst streiken ja alle Gewerkschaften gegeneinander bei der Bahn. Gut. Gibt es da noch Ergänzungen? Ist richtig. Durch das WLAN müssen die Züge öfter stehen, sonst reißt die Verbindung ab. Guter Hinweis. Seid froh, wenn sich die Bahn nicht komplett aus ihrem ehemaligen Kerngebiet Bahnfahren verabschiedet und nicht nur sich auf WLAN konzentriert, so wie wir das bei anderen Konzernen wie HP und Mannesmann schon erlebt haben. So. Könnte ja sein, dass die Bahn irgendwann nur noch Fernbus fährt. Ja, Fernbus hat sie auch. Ja. Wir kommen noch. Ja, das ist länger. Die sogar empfiehlt, das lieber auf LKWs zu transportieren als über Bahn. So, dann habe ich noch zu erzählen, natürlich sehr wichtig, dass die erste und konstituierende Sitzung der Enquetekommission Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs, das ist die 4. Enquetekommission, sich am Freitag konstituiert hat, mich zum Vorsitzenden gewählt hat, Herrn Löcker zum Stellvertreter. Ich habe ja eine
Ich habe ja eine E-Mail auch umgeschrieben, was wir so in der ersten Sitzung gemacht haben. Dem bleibt nicht so viel hinzuzufügen. Und wir haben schon darüber gesprochen, was wir in der nächsten Sitzung tun werden. Und ansonsten gibt es noch Themen, die wir heute behandeln sollten. Danebot wollte noch was sagen, alle reden vom Wetter. Und dann ansonsten huste ich noch mal ins Mikrofon und sage vielen Dank. Mir hat es auch heute wieder Spaß gemacht mit euch zusammen in dieser Sitzung. Und ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachtsfesttage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und nächstes Jahr sehen wir uns sehen wir uns wieder im Januar und sind erholt und guten Appetit.